Nächster Redner für die Fraktion der CDU-CSU ist unser Kollege Jens Köppen. Bitte schön, Kollege Jens Köppen. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Desaster um den Hauptstadtflughafen ist eine Blamage, ist eine Schande für ganz Deutschland. Man muss sich wirklich, insbesondere als Brandenburger und auch als Techniker und jahrelanger Geschäftsführer, schämen für solch eine Schlamperei, die dort stattfindet. Und die Master of Disaster, also insbesondere Wovereit, Platzig und der ehemalige Geschäftsführer Schwarz, die sich jetzt um Aufklärung bemühen, in Anführungsstrichen, oder sich die Hände in Unschuld waschen wollen, ich halte das, gelinde gesagt, für eine Schweinerei, meine Damen und Herren. Und jetzt das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel, eine Rochade an der Aufsichtsratsspitze, sozusagen vom Wovereit in die Traufe. Und ich will als Brandenburger meine Einschätzung dazu geben, und die lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Gelinde gesagt, ich bin übermäßig skeptisch, dass der Ministerpräsident Platzig an der Spitze des Aufsichtsrates das irgendwas verändern kann. Ich bin deswegen übermäßig skeptisch, dass Matthias Platzig seine Verantwortung als Regierungschef und als Aufsichtsratsvorsitzender unter einen Hut bringen kann. Damals als Regierungschef und Vorsitzender der Bundes-SPD hat Matthias Platzig gesagt, es ist nach einigen Wochen, nachdem er dann zurückgetreten ist, es ist nicht unter einen Hut zu bringen. Körperlich ist das nicht zu schaffen und auch arbeitsmäßig ist das nicht zu schaffen. Und jetzt will er ein Milliardenprojekt mit offenen Fragen und mit dutzenden Problemen so in Anführungsstrichen ganz nebenbei handhaben. Und ich bin deswegen auch übermäßig skeptisch, Herr Liebig. Deswegen, weil der Brandenburger Regierungschef und die Brandenburger SPD bei vielen Großprojekten in den letzten 20 Jahren in Brandenburg natürlich keine Führungsstärke gezeigt hat und natürlich auch keine Diagnose- und Abwägungskompetenz. Nur einige Beispiele. Erstens, was alles in den Märkischen Sand gesetzt wurde. Unzählige Millionen an Fehlinvestitionen in die Schifffabrik Frankfurt-Oder. Matthias Platzig war Ministerpräsident, ist es ja immer noch. Der Cargolifter zum Beispiel, eine riesengroße Halle, ein riesengroßes Projekt, viele Millionen an Fehlinvestitionen. Heute ist darin ein Freizeit- und Erholungsbad, wird immer noch gefördert. Matthias Platzig und die Brandenburger SPD. Der Lausitzring wurde groß verkündet, dort wird F1 fahren, also Formel 1. Jetzt ist es eine Hobbyrennstrecke, Matthias Platzig und die SPD. Und danach unter deutlicher und unter Wert verkauft die Brandenburgische Bodengesellschaft an einen guten Freund, des sehr guten Freundes vom Ministerpräsidenten. Und jetzt folgende dubiose Geschäfte ist jetzt Untersuchungsausschuss Gegenstand in Brandenburg. Und wie will so ein Mann, wie will so eine Partei letztendlich ein solches Projekt schaffen? Ich bin deswegen auch noch übermäßig skeptisch, weil die neue Wunderwaffe von Matthias Platzig, die jetzt in die Staatskanzlei holt, den Staatssekretär Brettschneider dafür verantwortlich macht, für die Taskforce. Dieser Staatssekretär Brettschneider hat das Planfeststellungsverfahren für den BER durchgeführt. Dieser Staatssekretär Brettschneider hat die Nennung der alten Flugrouten gemacht und ist für die heutigen Verwerfungen in der Region durch die neuen Flugrouten verantwortlich und vor allen Dingen dafür, dass jetzt in dieser Region ein solches Ungemach da ist, weil eben er mit seiner in Anführungsstrichen netten Art und Weise dort so aufträgt. Er hatte die oder hat immer noch die obere Bauaufsicht im brandenburgischen Verkehrsministerium und er hätte natürlich Ministerpräsident Platzig darüber informieren können und den Aufsichtsratsvorsitzenden Wovereit, dass im Juni 2012 eben nicht eröffnet werden kann. Was hat er gemacht? Bis zum Schluss, Tage vorher noch vehement verteidigt und jede Anmerkung dazu aufs Schärfste zurückgewiesen mit seiner netten Art und Weise. Und das hätte nicht sein müssen. Er hätte auch Platzig und Wovereit die entsprechenden Fragen aufschreiben können und hätte zur Bauaufsicht etwas sagen können und unterrichten können. Das hat er nicht gemacht. Ich stelle mir die Frage, warum jetzt gerade Matthias Platzig mit diesem vorbelasteten Staatssekretär Brettschneider die Aufgaben ernster nehmen soll. Vielleicht holen Sie sich auch beide den geschassten Geschäftsführer Schwarz in die Staatskanzlei. Vielleicht wird da was draus. Platzig hat gesagt, entweder er fliegt oder ich fliege. Das hört sich natürlich verdammt ehrlich an. Aber es ist ohne Benchmarks.
Und natürlich hat keiner in irgendeiner Weise Zweifel daran, dass der Flughafen irgendwann kommt. Aber es ist völlig inhaltsleer, wenn ich nicht darüber spreche, welche Kosten kommen auf mich zu. Wenn ich nicht darüber spreche, wann wird wirklich eröffnet. Wenn ich nicht darüber spreche, wie ist der Erweiterungsbedarf von dem Flughafen. Dass eine erfolgreiche Infrastruktureinbettung erfolgen muss. Es soll die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr von Schönefeld, dort den Brandschutz übernehmen. Ja? Es sollen Flughafenärzte gestrichen werden bei 70.000 Fluggästen am Tag. Das ist absolut unverantwortlich. Es wird kein Satz dazu gesagt. Und ob der Aufsichtsratschef Platzig wirklich im Gegensatz zu seiner bisherigen Tätigkeit als Aufsichtsratsvize seine Transparenz, seine Klarheit und Wahrheit ernsthaft wahrnehmen kann, wage ich zu bezweifeln. Es ist mehr als nur ein Oder-Hochwasser, wo man sich ein paar Gummistiefel anzieht und dann vom Hubschrauber winkt. Hier gehört dazu Managerqualitäten, Durchsetzungsvermögen und Sachverstand. Und alles sehe ich bei Matthias Platzig nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Jens Küppen. Nächste Rede.